Hallo zusammen, heute geht's um die Weichwährung Euro. Als ich ein kleiner Junge war, ich wohne hier an der Grenze zu Deutschland, da musste ich für eine müde Mark 1,50 Franken aufwenden. Für 2 Mark wären ja das dann 3 Franken gewesen. Und die 2 Mark wurden mal getauscht oder fast getauscht zu einem Euro. Das heißt, damals hatte ich einen Kurs von 3 Franken, musste ich für 1 Euro aufwerfen. Heute ist der Euro weniger wert als 1 Franken. Das ist die Kursentwicklung in einem Jahr und er stürzt jetzt ab. Wir können jetzt zuschauen, wie diese Weichwährung Euro abstürzt. Und bis jetzt haben wir immer im Katalog drin die Preise gehabt. Euro entspricht Schweizer Franken, also 1:1. Das war für uns auch relativ einfach. Man konnte einfach einen Preis sagen, zum Beispiel so eine Kühlbox, die kostet 500 Euro oder Schweizer Franken. Das Problem ist das, wenn wir Ware aus China importieren, Kühlboxen mittlerweile alle aus China, da zahlen wir in der Schweiz kein Zoll. In Deutschland zahlen wir 2,5% Zoll, wenn es ein Kühlschrank ist, wenn es ein Fahrzeugteil ist, 4,5% Zoll und wenn es ein ölbefülltes Maschinenteil ist, hatten wir jetzt noch nicht, aber das hat ein Italiener, der ist ja auch in der EU, der musste dann 8% Zoll bezahlen. Also wir haben jetzt hier etwa 2% mehr Einkaufsaufwand in Deutschland wie in der Schweiz. Eben durch den höheren Zoll. Dann kommt es dazu, dass wir in Deutschland ja Mehrwertsteuer eintreiben müssen beim Endkunden für den deutschen Staat. In der Schweiz auch. In der Schweiz zahlen wir momentan 7,7% Mehrwertsteuer. In Deutschland 19% Mehrwertsteuer, das sind dann so um die 11% mehr. Das heißt, der Endkunde muss das irgendwann bezahlen. Aus diesem Grund waren die Preise 1:1, aber jetzt Ende Monat, also ab 1. August 2022, teilen wir unsere Preisliste auf. Es gibt also einen Preis in Schweizer Franken, der tiefer sein wird, weil wir eben weniger Zoll haben und auch weniger Mehrwertsteuer, 11%, werden wir in Deutschland die Preise etwa zwischen 8% und 12% erhöhen. Also nicht das, was wir eigentlich müssten, aber das ist ein anderes Thema. Und somit werden wir in Deutschland ab unserer deutschen Firma Wemo GmbH. Oder Wemo Kältetechnik GmbH in Gottmerdingen die Preise anheben ab 1. August 2022 zwischen 8% und 12%. Das kommt aufs Produkt drauf an. Es gibt auch einen neuen Katalog. Also wenn ihr euch überlegt, jetzt bei Wemo, vor allem die Deutschen, die Schweiz betrifft es nicht, weil wir haben ja in der Schweiz auch nur 2% Inflation. Im Gegensatz zu den Deutschen, ich sage immer, mein Strompreis hier in der Schweiz, was aus der Steckdose kommt, hier aus der Steckdose, da kommt das Kilowatt raus mit 15 Rappen. In Deutschland, in Gottmerdingen, zahle ich momentan beim Grundversorger 68 Cent. Das hat nichts mit Corona zu tun, das hat nichts mit dem Krieg zu tun, das ist einfach eine verfehlte Wirtschaftspolitik oder eine Politik. Aber wir als kleine Männer oder kleine Frauen müssen damit leben, dass es so ist und wir passen uns jetzt an und heben die Preise um diesen Bereich an. Ja, wir haben jetzt noch eine Messe in Friedrichshafen Ende Monat. Aber in Thürsau-Zeit, da gelten noch die alten Preise. Nachher ab 1.
August gehen in Deutschland die Preise massiv hoch. Ich weiß nicht, ob das das Ende ist dieses Jahres, aber wenn ich mir dann diese Kurve anschaue, wie die Weichwährung Euro runtersackt, keine Ahnung, was passiert. Ja, das soll es gewesen sein von der Weichwährung Euro und ich wünsche euch einen schönen Tag.